Schwangere und Röntgen. Immer wieder erlebe ich das in der Ordination, aber auch auf den Social Medien, wo dann Patientinnen sagen, du, ich bin schwanger, ich kann jetzt das oder das nicht machen. Und alles, was ich jetzt sagen werde, wird den meisten Schwangeren nicht gefallen. Aber so ist es manchmal mit der Wahrheit. Die gefällt nicht, aber trotzdem sollte sie gesagt werden, denn nur das bringt uns weiter. Wie ist das gemeint in Bezug auf Schwangere und Röntgen? Es gibt keine Untersuchungen, die zeigen würden, dass ein Zahnröntgen oder Panoramaröntgen gefährlich oder nicht gefährlich ist. Im Gegenteil, wenn Sie als Schwangere einen Unfall haben und Sie kommen auf eine Unfallstation, da werden CTs gemacht, 30 Röntgenbilder und, da schert man sich nicht um die Schwangerschaft. Aber mit der Schwangerschaft ist etwas verbunden, nämlich Seele streicheln, so nenne ich das jetzt einmal. Wie ist das gemeint? Die Frau wurde seit Jahrhunderten unterdrückt. Sie kennen vielleicht diese drei Ks, Küche, Kirche, Kind. Das heißt, man hat sie reduziert auf diese drei Elemente und hielt sie weg von Wirtschaft, von Politik, von Kultur. Und mit der Zunahme einer Hochkultur oder mit der Entwicklung einer Hochkultur lassen jene, die die anderen unterdrücken, in dem Fall die Männer, wenn es ihnen gut geht, von ihren Pfründen ab. Das heißt, sie lassen der Frau oder sie lassen die Frau auch in Bereiche vordringen, die sie eigentlich für sich beansprucht haben. Das war schon so im alten Rom oder im Griechentum, wo dann Frauen plötzlich hohe politische Ämter besetzen konnten. Gleichzeitig wird der Mann ein bisschen weiblicher. Wir sprechen heute von Metrosexualität oder Emanzipation. Aber was passiert da eigentlich? Die Frau hat über die Jahrhunderte perfekte Mechanismen entwickelt, um doch auch eine gewisse Kraft über den Mann auszuüben. Mit ihrem Körper. Sie schminkte sich, sie zupft, zwei Drittel, ein Drittel, High Heels. Bitte, jetzt sagt natürlich jede Frau, na, das mache ich für mich, das gefällt mir. Aber es hat einen Grund, wieso zum Beispiel in Ländern, wo die Frau sehr stark unterdrückt wird, Schlagwort Kopftuch, die Frauen dann sich extrem noch schminken, sich extrem sozusagen für die Männer herrichten und dann aus ihrem Leid das Beste machen. Das heißt, das Kopftuch, da gibt es eigene Modeshows und man macht halt, man findet sich mit dem ab und verkauft es dann auch als, na, das gefällt mir eh. Aber keiner wird sich alleine auf einer Insel ein Kopftuch machen oder wird sich High Heels anziehen. Das sind gesellschaftliche Kräfte, denen wir unterliegen. Und jetzt werden Sie fragen, ja, und was hat das jetzt mit dem Kind zu tun? Das Kind oder die Schwangerschaft ist ein Zustand, wo die Frau plötzlich innerhalb der Familie oder innerhalb der Partnerschaft mehr Bedeutung bekommt. Das macht sich dann auf vielen Ebenen bemerkbar, dass die Frau sich dann anders durchsetzt. Viele Männer können damit nicht umgehen. Dann kommt dieser klassische Rosenkrieg, es kommt eine Trennung. Aber in der Gesellschaft hat die Schwangere einen gewissen Sonderstatus erhalten. Das ist jetzt bitte nicht etwas, wo ich sage, das mag ich oder mag ich nicht. Das ist frei von meinen persönlichen Vorlieben oder Gedanken, das ist einfach so. Und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich diese Muster falsch interpretiere. Und im Zuge dieses Sonderstatus nützt man dann diesen schwangeren Sonderstatus auch aus, um besser zu verkaufen. Boah, die ist schwanger, hast du schon den Tragerl, hast du schon das Kinderwagerl, ui, da musst du spezielle Schuhe anziehen und ein spezielles Rockerl und ba. Eigentlich dient das, diese Ego-Streichlerei, wieder nur einem Verkaufsziel. Es geht hier nicht um die Frau, es geht hier nicht um uns. Und das tut vielen Frauen gut und so hat sich es auch in der Medizin eingebürgert, dass man den Schwangeren so ein bisschen einen Sonderstatus gegeben hat. Röntgen und na und da müssen wir aufpassen. Und so entstand dann bei den Menschen der Glaube, das Röntgen, das könnte jetzt mein Kind gefährden. Die Studien oder die Daten fehlen dazu. Dass natürlich jeder Mensch, wenn er in einem hochverstrahlten Gebiet sich aufhält, einen Schaden zieht, darüber braucht man nicht reden. Aber die modernen Röntgenanlagen von Zahnärzten, die haben eine geringere Kraft oder eine geringere Strahlenbelastung als zum Beispiel ein Transatlantikflug. Das heißt, wenn Sie sich in ein Flugzeug setzen und über den Atlantik fliegen, kriegen Sie mehr radioaktive Strahlung ab
als in so einem kleinen Röntgen. Aber trotzdem hat es sich so etabliert, dass man dann Schwangere lieber da nicht behandelt. Wie ist unser Ansatz dazu? Ich sage immer, wenn eine Schwangere kommt, du, ist jetzt wirklich die Zahnbehandlung notwendig. Leider Gottes ist es so, dass viele erst durch die Schwangerschaft dann Zeit bekommen, sich ihrem Körper zu widmen und sagen, naja, weißt du, jetzt bin ich zu Hause, jetzt hätte ich Zeit. Und ich versuche dann immer zu erklären, du, alles was du machst, bekommt dein Kind ab. Versuch dich mit positiven Energien aufzuladen. Ein Zahnarztbesuch ist jetzt nicht immer so positiv. Und vielleicht, wenn du ein Angsthasel bist, umso mehr. Geh lieber in den Wald, geh viel spazieren und umgib dich mit Leuten, die eine gute Energie haben. Das nützt dir und deinem Baby. Wenn eine Zahnbehandlung nicht vermeidbar ist, weil zum Beispiel Schmerzen da sind oder weil ein größerer drohender Schaden droht, na klar, dann behandeln wir ganz normal und machen auch ein Röntgen und erklären diese Zusammenhänge auf. Was ich Ihnen heute mit diesen Video sagen will, wenn Sie schwanger sind und Sie haben Schmerzen und es ist also eine Behandlung zwingend notwendig, machen Sie sich nicht noch fertig wegen irgendwelchen Pseudoröntgenstrahlen, weil wie gesagt, die heutigen Anlagen sind einfach ungefährlich. Und zudem tickt das Leben nach einem anderen Muster. Aber da müsste ich jetzt anders ausholen. Ich sage nur den Satz, wenn es so sein soll, dass das Kind behindert auf die Welt kommt, dann wird das so sein, da ändert das eine Röntgen gar nichts dran. Und wenn es nicht sein soll, dann können Sie ruhig dieses Röntgen machen. Wenn es aber nicht notwendig ist, die zahnärztliche Behandlung, dann bleiben Sie lieber zu Hause und machen etwas, was Ihnen, Ihrer Seele gut tut und somit tun Sie auch dem Kind was Gutes und beginnen Sie dann vielleicht die Zahnbehandlung nach der Schwangerschaft. In diesem Sinne, alles Liebe!